Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blinding Dark. Ja, da stehen wir wieder vor dem Spiegel. Jetzt hole ich mal mein Stimulationsbällchen raus und wir gehen einfach mal rein. Gucken, welche abstrusen Rätsel da noch auf uns warten. So. Knifte ist besser. Zwei Kugeln habe ich noch. Das ist nicht viel. Aber drei Magazine. Hier waren wir doch schon, oder? Ich habe keine Ahnung. Sieht irgendwie alles, ja, immer gleich aus. Oh Gott. Ich hab die KI ausgetrickst. Komm her. Oh, na komm her. Komm, I will kill you. I will troll you. Na komm her. Oh, bist du hässlich? Kommst du hier nicht rauf? Du böses Monster, du. Bist du verwirrt? Mach ich dich nervös? Verwirr ich dich? Na komm, noch ein Stückchen. Na komm her. Komm her, Wolverine! Komm her, komm her! Dr. Xavier ruft dich. Ach, wollen wir uns in den Kampf stellen? Wir stellen uns im Kampf. Na komm her. I will kill you. Und mit der Axt brauchen sie aber ganz schön. Zack, komm her. Komm her. So ein tollwütiges Schaf. Oh Gott, was ist das? Ist das ein Gesicht? Sieht irgendwie komisch aus, ne? Lauter Säge hier? Oh Gott. Und da vorne war ein Speicherpunkt, ne? Also ich will da irgendwie nicht dichter rangehen. So ein bisschen was von Dracula hier. Boah, furchtbar. It's her. The inscriptions on the statue are in Refugi, the language of demons. I remember studying it in my early years as a demonologist. Apparently learning Refugi wasn't such a pointless study after all, Mom. On the statue it's written, "Forever honor the Krasu, a protector of love and fertility, a form of Astaroth." This demon form is even more repugnant than the spiked horror. The Krasu origins are unclear, but it's said that only the most beautiful and narcissistic women are transformed into Krasus after their untimely deaths. As a curse for the lives they lived, the bodies are burnt almost entirely in the fires of hell, leaving only some internal organs and the face untouched, mostly. Also, it's very important to note that the Krasu is a demonic form with ethereal and physical consistency. Compared to the spiked horror, which is only physical. Does this mean that fast-moving objects like projectiles will not produce any damage to this demon? Ja, die lieben Dämonen. Sieht aber interessant aus. Kann ich darauf steigen? Sieht bestimmt geil aus jetzt. Okay.
Auch sehr nett. Ja, könnte man sich direkt in den Garten stellen. Als Vertreter Schreck. Oh, ein Rätsel. Okay, jetzt habe ich beide aktiviert. Jetzt muss ja hier irgendwas kommen. Irgendwas habe ich ausgelöst. Ich glaube, würde das Vieh jetzt losschreien, würde ich sterben hier, glaube ich. Was ist das? Da fliegt irgendwas. Okay. Sieht interessant aus. Was ist das denn? Ich glaube, die hau ich lieber. Die treffe ich doch niemals. Oh. Ich bin direkt tot. Oh, was ist... Alter. Oh, was waren das für Frame-Einbrüche gerade? Was sind das denn? Fliegende Köpfe, na, wie geil. So muss das sein. Ich jetzt wieder am Anfang? Ja. Okay, das Ding ist immer noch zu. Weiß auch nicht, was das soll. Ja, ach so, da ist auch noch ein Mechanismus. Okay, ein Rätsel. Natürlich. Und am Ende geht diese Tür hier bestimmt auf. Ah, die ist ja schon ein Stück auf. Ah. Sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal. Da waren wir drin. Ne, von da sind wir gekommen, oder? Ja. Dann denke ich, kann ich hier nichts mehr machen und gehe einfach mal weiter. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Ach, hier ist das olle Labyrinth, genau. Haben wir das auch schon durch? Die Tür ist halb auf. Da geht's auch noch rein. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Und natürlich ist wieder Stockpuster. Ich mir eine Sprungpassage. Oh, verdammt. Ich wette, hier kommen so eine fliegende Viecher angeflogen. Da kommen sie auch schon. Ich hab sie da eben fliegen sehen. Oder? Krieg ich schon Hallos. Okay. Oh! Und direkt tot. Oh, fuck! Oh, scheiße, wie soll man das denn machen? Im Dunkeln, die leuchten ja nicht mal, die Mistviecher. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Es wird nicht einfach, auf gar keinen Fall. Man sieht hier wirklich gar nichts. Kann das Vieh jetzt nicht da unten? Also ich muss irgendwie im Licht bleiben. Da ist sie doch schon. Blöde Sau, komm her.
hochfliegen? Ich kann die auch nicht anschießen. Jetzt müsste ich sie theoretisch treffen. Okay, man trifft sie natürlich nicht. Das heißt, ich muss mit der Axt agieren. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Fuck. Also beim nächsten Schlag bin ich wieder K.O. I will kill you. Oh, Mann. Oh, fuck. Ey, das ist echt hart. Das ist ja richtig hart jetzt. Kommt der Spinner auch noch? Oh nein. Oh, lauf doch. Das gibt's nicht. Jetzt verfolgt mich der Affe noch. Kommst nicht rüber, wa? Kommst nicht rüber, wa? Blöder Penner, ey. Und der andere Idiot steht hier unten? Natürlich! Natürlich treffe ich den nicht. So. Blöder Sack, ey. Ah. Bis der nächste kommt. Also der Schwierigkeitsgrad ist jetzt wirklich, ich muss sagen, 200% gestiegen. Gerade weil man nichts mehr sieht, das ist wirklich richtig mies. Okay, jetzt kommen hier wieder so eine netten Felsensprungeinlagen hier. Oh, Martin ist hochkonzentriert. Bis hier jetzt der nächste Kasper kommt. Klasse. Stirb! Oh, Mann! Und das Dumme ist, hier ist kein Speicherpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt tot bin, kann ich den Weg normal laufen. So, jetzt kommt hier gleich so ein I will kill you Spinne. Da ist er nämlich. Mache ich den denn jetzt? Für Moon habe ich noch 2 Schuss. Ich werde versuchen. Da ist er doch. Oh, oh, oh. Ja, wo willst du? Bleib hier. Bleib hier. Versuchen. Ja, los, geh weiter.
Stirb doch! Stirb! Jawoll! Jawoll! Haha. Was war das? Gab's da noch irgendein komisches Geräusch gerade? Also ich kann mich auch irgendwie nicht regenerieren hier. Ich glaube, einen kleinen Pupser brauche ich noch, dann bin ich kaputt. Ich glaube, da hinten haben wir es schon geschafft, ja? Ups. Oh. Noch einmal stark sein. Ups. Oh Gott. Da haben wir den Part auch geschafft. Ja. Perfekt. Okay. So. Das haben wir jetzt also auch geschafft. Da müsste die Tür ja fast auf sein. Und die Tür ist auf. Das heißt, hier beginnt der nächste Part. Wir sind wieder ganz frisch. Oh. Und er hat gespeichert, das ist schön. Jo, ich würde sagen, perfekt, ne? Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich will die irgendwie noch nicht anmachen. Und ja, ich sehe gerade, es wird Zeit. Wir machen an der Stelle ein Folgenpäuschen und sehen uns in der nächsten Folge Blinding Dark. Bis dahin, euer Martin. Tschüss.